Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial über Blender. Heute zeige ich euch, wie man mit dem Sculpt Mode arbeitet. Also zuerst gehen wir auf Editing und Add Multiers and Add Level. Dann gehen wir mal auf 6. So, 1 auf dem Numblock, auf S ein bisschen größer machen, zurechtschieben, S noch ein bisschen größer machen, so. Und jetzt gehen wir in den Sculpt Mode. Und kurz dahin, wir hier unsere Leiste. Und gehen Draw, Add und die Size, ist die Größe des Cursors, ein bisschen klein. So. Und Range, machen wir ein bisschen stärker das Ganze. So. Fangen wir am besten mit den Augenbrauen an. Ups. Habe ich vergessen, jetzt müssen wir erst auf X da drücken. Dann. So, sieht doch schon besser aus. Schön dicke Augenbrauen. Sieht doch gut, das ganze Auge macht. Augenbrauen kommen drüber. Ist klar. So. Das wäre das. Machen wir eine Nase. Eine schön lange, dicke Nase. So. Und jetzt können wir noch die Lippen. Schön dick. Wie es auch sein soll. So. Jetzt drücken wir auf Sub. Können so Kuhlen reinbauen. So, die Mundkuhle ist das. Machen wir die Augen noch eine Kuhle rein. Muss eigentlich noch ein bisschen tiefer gemacht werden. Die Lippen ein bisschen nachziehen. Ist besser. So, jetzt gehen wir auf Inlight. Ein bisschen kleiner hier. Das wäre ein bisschen dicker. Wir können die Nase ein bisschen aufpuppen hier. Ein bisschen größer noch. So, pumpet auf. Einfach drücken. So, schöne Nase. So, jetzt kommen wir zu den Ohren. Dann gehen wir jetzt weiter. Drücken wieder auf Draw, Add. Und machen uns unsere Obermuschel. Ist ganz leicht. Einmal ausprobieren, dann klappt das schon. So. Inflate. No. Sub meine ich. Und hier ein Loch reinbohren. Inflate. Ein bisschen aufpumpen, das Ohr ein bisschen dicker ist. So, jetzt gehen wir auf Grab, also greifen, machen das ein bisschen größer, naja, nicht so groß, so, und können so unser Ohr, Steuerung C, doch ein bisschen mehr, unser Ohr ein bisschen anziehen. Das sieht doch sehr elfenhaft aus. Jetzt. So. Und jetzt wollen wir natürlich einen Kreis haben, sondern ein richtig schönes Kinn und so, also gehen wir ganz hoch, machen wir das hier. Und können dann so ein Kinn bauen. Bisschen mehr. Bisschen weniger Hals. Ein ganz schön fetter Teil. Einfach ein bisschen rumspielen. So. Sieht doch witzig aus. So, jetzt haben wir hier unseren Kopf und mehr kann ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. Und dann bis zum nächsten Mal.